An dem Stichwort, wie lernen Parteien und wie ändern sich Parteien und wohin gehen Parteien in diesem Feld, gebe ich das Wort an Hanno Burmeester. Herzlich willkommen in dieser Abschlussrunde. Das Stichwort ist, wie gestalten Parteien ihren Kulturwandel? Wir haben im letzten Jahr zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und dem Progressiven Zentrum eine Studie finanziert zum Thema Parteien 2025. Ihr habt sie bestimmt schon alle gesehen. Sie lag in Druckversion draußen bereit. Und Hanno Burmeester war Leiter dieser Projektstudiengruppe und gibt uns jetzt eine kurze Impression am Ende dieser Runde. Hanno, du hast das Wort. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Ich habe ein Mikro hier an. Jetzt hört man mich, glaube ich. Ja, vielen Dank. Ich stehe auf. Ich glaube, wenn wir über Parteien sprechen, sprechen wir nicht nur über Fraktionen, sondern auch über die parteinahen Stiftungen. Und ich will zwei Bemerkungen machen, wo ich neugierig bin, wie die Resonanz hier in dem Raum ist. Ich glaube nämlich, dass wir heute auf eine sehr unagile, sehr indirekte, sehr binäre und sehr monologische Art miteinander sprechen. Und das werfen wir den Parteien immer vor, wiederholen es aber an Tagen wie diesem. Was reproduzieren wir da eigentlich? Ich glaube, dass an solchen Veranstaltungen wie hier, die super sind, an so einem tollen Ort, dass wir da eine andere Form brauchen, in der wir miteinander sprechen und auch miteinander arbeiten. Ich glaube, das ist eine wichtige Grundvoraussetzung, um mit Legitimität dann Veränderungen von anderen zu fordern. Das Zweite ist, dass mein Eindruck ist, dass wir heute, also seit ich hier bin, seit mittags, extrem viel im Negativdiskurs verfangen sind. Und mir geht es so, wenn ich immer nur Negativanalyse höre, dass meine Lust aufzustehen und Dinge zu verändern und an Veränderungen mitzuwirken, gute Ideen umzusetzen, extrem sinkt. Und ich frage mich schon, ob wir diese Tage nicht eher dafür nutzen sollten, zu überlegen, was gibt es eigentlich an guten Ideen, wie können wir die besser denken und wie können wir sie dann umsetzen, anstatt immer und immer und immer und immer wieder in die Negativanalyse zu gehen, die wir alle schon kennen. So. Und ich sage es jetzt explizit nicht irgendwie als Kritik an den Menschen, die hier mit viel Energie und wirklich Herzblut und viel Geld so eine Veranstaltung auf die Beine stellen, aber ich glaube, wir spiegeln hier strukturell etwas, was den politischen Raum schlechter macht, als er sein müsste und sein sollte. Ja, ich habe ein Projekt geleitet, wo wir ein Jahr lang probiert haben, es anders zu machen. Wir haben interdisziplinär und überparteilich versucht zu sprechen darüber, wie man Parteiorganisationen auf andere Art und Weise gestalten kann und wie Parteien vielleicht zeitgemäßere Arbeit gelingen kann. Dass das nötig ist, haben wir heute, glaube ich, zur Genüge mitbekommen. Draußen liegt die Studie aus, Partei 2025. Es gibt online unter www.parteireform.org auch kostenfrei alle anderen Ergebnisse zum Abruf. Und damit ist der Werbeblock verändert, aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Darf ich mal kurz was dazwischen sagen? Es tut mir echt total leid, aber es gibt in Cottbus ein ganz tolles Filmfestival, nämlich des osteuropäischen Films. Da werden heute die Preise verliehen. Und ich habe zwei Aufgaben. Zum einen den Veranstaltern dazu sagen, was sie für eine tolle Arbeit machen, und zum anderen darf ich die Preise verleihen. Und dazu muss ich jetzt ehrlich gesagt gehen. Es tut mir total leid, weil es ist echt eine spannende Diskussion gewesen. Dabei. Dankeschön und viel Spaß noch beim Ausführen der Diskussion hier. Grüße an Cottbus. Ich habe mich schon gefragt, was jetzt kommt. Das war okay. Okay. Ja, die Grundthesen unseres Projekts sind, glaube ich, nicht so überraschend nach dem Tag heute. Deswegen werde ich auch nur sehr kurz darüber sprechen und dann viel länger über die Frage, wie Parteien etwas gelingt, was, glaube ich, viel entscheidender ist als ein Umbau der Strukturen und ein Umschreiben der Regeln, nämlich die Frage, wie man auf der zwischenmenschlichen Ebene anders zusammenarbeiten kann, wie man zu zeitgemäßen Formaten, zu zeitgemäßen Methoden findet. Trotzdem möchte ich kurz den Hintergrund geben. Wir haben nämlich gesagt im Projekt, also wir glauben, dass es darum geht, dass Parteien modularer denken, modularer funktionieren und auch modulare Angebote machen, sprich sehr viel mehr auf die unterschiedlichen Lebenswelten einzugehen, die es da draußen inzwischen gibt. Ist die eine Mitgliedschaft für alle eigentlich noch zeitgemäß oder bräuchten wir vielleicht unterschiedliche Formen von Mitgliedschaft, die durch einen gemeinsamen Nenner vereint sind, aber trotzdem ganz unterschiedlich aussehen können, wenn es darum geht, wie Parteialltag gelebt wird. Und natürlich haben wir geschrieben über die Themen Digitalisierung, wie können Frauennetzwerke besser in Parteien etabliert werden und so weiter.
Die Frage ist trotzdem natürlich, reicht das eigentlich alles? Also wenn wir jetzt die Strukturen von Parteien umbauen, wenn Parteien ihre Satzung verändern, wenn wir ein Parteiengesetz haben, was zeitgemäß ist, was heute keinesfalls der Fall ist, was passiert dann? Ist dann irgendetwas signifikant anders als vorher? Nehmen wir mal an, dass das niedrigschwellige Mitmachen auf einmal machbar ist, in zeitgemäßen Formaten, ohne Mitgliedschaft vielleicht sogar. Nehmen wir mal an, Parteien sind digitalisiert und es gibt Mitmachangebote in den unterschiedlichsten Formen. Meine These ist, dass dann noch nicht der Kernpunkt angelangt ist. Ich glaube, dass dann immer noch die Dinge ziemlich so sind wie heute, weil man sich dann noch nicht um das Kernthema gekümmert hat. Nämlich, dass der zwischenmenschliche Umgang in Parteien und die Art und Weise, wie in Parteien miteinander gearbeitet wird, so schlecht sind, so unterentwickelt sind, zumindest in den größten Teilen von Parteien, die zumindest ich und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, anschauen durften, dass ein Engagementerlebnis, das Spaß bringt, das eine positive menschliche Dynamik erhöht, ziemlich schwer möglich ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Kern, wenn wir darüber sprechen, müssen Parteien sich eigentlich ändern und wie müssen sie sich ändern. Es geht um eine kulturelle Frage. Das Problem, wenn wir über Kultur sprechen, ist, dass es immer so ein bisschen als weiches Thema gilt. Das ist so der Pudding, den man versucht, an die Wand zu nageln und irgendwie gelingt es nie so richtig. Und trotzdem will ich jetzt in den nächsten 10 Minuten probieren, euch meine Perspektive auf die Dinge zu geben. Es gibt viele andere Perspektiven, aber hört mir einfach mal mit offenem Geist zu, vielleicht ist es ja interessant. Mein Eindruck ist, dass Parteien heute in der Alltagsarbeit dominiert sind von Denk- und Verhaltensmustern, die zum einen ziemlich alt sind und zum zweiten ziemlich hegemonial sind. Es gibt unheimlich wenig Vielfalt in der Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Das sieht von Partei zu Partei natürlich unterschiedlich aus. Die Grünen funktionieren anders als die SPD funktioniert anders als die FDP und so weiter. Aber es ist schon erstaunlich, welches Maß an Homogenität man im Inneren trifft. Und es ist wirklich so, wenn die Leute in eine Partei eintreten, viele Menschen, mit denen ich spreche, dann ist es nicht so, dass sie sagen, ich bin hingegangen und auf einmal war das Programm falsch, sondern die sagen, ich bin hingegangen und ich hatte das Gefühl, ich hatte da als Mensch keinen Platz, ich habe mich nicht willkommen gefühlt, die Art und Weise, wie zusammengearbeitet worden ist, war unterirdisch und so weiter und so fort. Also die kulturellen weichen Faktoren, in Anführungszeichen, werden viel öfter angeführt, wenn es darum geht, warum Leute sich nicht engagieren, als programmatische Punkte. Und zeitgleich, paradoxerweise, sprechen Parteien vor allem über Programmatik und sehr, sehr wenig über das Thema Organisation und über das Thema, wie gehen wir miteinander um, was macht uns aus. Ich glaube, das ist ein strategischer Fehler. Ich habe mir den Spaß erlaubt, gestern, als ich diesen Input hier vorbereitet habe, mal zu gucken, welche Satzungsänderungen die SPD für ihren Parteitag im Dezember vorbereitet. Und es war interessant zu sehen, dass ein Satz aus der Satzung gestrichen wird, den ich eigentlich ganz schön fand. Der heißt, die Arbeit von Nichtmitgliedern ist ausdrücklich erwünscht. Da ist der Antrag, dass das gestrichen wird. So. Aber es gibt auch andere Bemühungen, nämlich es soll eingeführt werden, dass Nichtmitglieder offene Anträge an Parteitage stellen können. Und ich glaube, das ist gemeint als Zeichen der Öffnung und als strukturelle Veränderung. Was wir daran aber sehen, ist, dass Parteien in ihrer Binnenperspektive gefangen sind. Wer will denn von euch einen Antrag auf SPD-Parteitagen einbringen? Wird euch das dazu bewegen, in irgendeiner Form euch mehr politisch zu engagieren als sonst? Wird euch das dazu bewegen, näher an die SPD heranzugehen als sonst? Das ist doch gefangen in der Binnenperspektive, die davon ausgeht, dass Parteiarbeit heißt, Antragsarbeit, Gremienarbeit, Texte schreiben. Aber ist es eigentlich das, was wir wollen? Ist es das, was wir unter politischem Engagement verstehen? Sind Parteien dafür da? Meine Antwort ist nein. Ich glaube, es geht um ganz, ganz andere Fragen. Ich stelle mir die Frage, wie Parteiarbeit so aussehen kann, dass sie sich wirksam anfühlt und wirksam ist. Ich stelle mir die Frage, wie Parteiarbeit so aussehen kann, dass sie sichtbar und erlebbar wird für mich als Engagierten, aber auch für die Umwelt, mit der ich zu tun habe. Wie kann Parteiarbeit so sein, dass ich das als positiven menschlichen Gewinn empfinde und nicht als Maschine, wo meine Seele geschreddert wird? Viele Menschen, die Politik gemacht haben, sagen, sie seien in Recovery, wenn sie raus sind, was schon irgendwie, glaube ich, viel darüber aussagt, wie die Kultur des zwischenmenschlichen Umgangs innerhalb dieser Organisationen ist. Muss das so sein? Ich glaube, nein. Sollte Parteiarbeit nicht heißen, dass man so viel wie möglich mit Nichtmitgliedern redet und arbeitet, anstatt mit anderen Parteimitgliedern? Sollte Parteiarbeit nicht heißen, dass man Politik vor Ort erlebbar und spürbar macht,
Sollte Parteiarbeit nicht heißen, dass die unmittelbare Umwelt durch die eigene Arbeit verbessert wird? Durchaus auch und vielleicht vor allem, indem man einfach anpackt, in einer Zeit, wo es immer schwieriger ist, auf die großen Systeme Einfluss zu nehmen, macht es dann nicht vielleicht doch Sinn, im Lokalen die Spürbarkeit herzustellen und zeitgleich trotzdem weiterzuarbeiten, daran zu drehen, an den großen Rädern auf Bundes-, Landes-, EU-Ebene. Ich habe neulich ein Gespräch geführt mit einer relativ mächtigen Abgeordneten hier in Berlin, die mir eine Frage gestellt hat, über die ich schon etwas stutzig wurde. Die hat mich gefragt, wie kann ich es schaffen, dass diejenigen, die sich heute für die Flüchtlinge engagieren, in unsere Partei eintreten. Erstens war ich irritiert von dem Verständnis, dass diese Menschen, die sich ja schon engagieren, jetzt auch noch unbedingt in ihre Partei müssen. Ich glaube, es geht auch anders. Zum Zweiten aber, und das finde ich den viel wichtigeren Punkt, also Mitgliederwerbung ist ja völlig legitim, zum Zweiten finde ich die Antwort sehr evident. Ich glaube nicht, dass es darum geht und die Leute, die dort irgendwie jetzt helfen, den Flüchtlingsheim auf besondere Art und Weise anzusprechen, sondern ich glaube, es geht darum, hinzugehen, mitzumachen, mit anzupacken, als Mensch erlebbar zu werden und einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und wenn man dann im Gespräch noch darauf kommt, ach so, du bist Mitglied bei der CDU, den Grünen, bei der SPD, interessant, ist es cool bei euch, kann ich vielleicht mal kommen mitzumachen, dann ist es wunderbar. Ich glaube, das ist eine Art, Menschen organisch an Parteiarbeit heranzuführen, indem man sagt, okay, ich stehe hier und ich bin vielleicht ein Scharnier, in Richtung Legislative, in Richtung Exekutive, ein Scharnier in Richtung des politischen Systems, was du vielleicht ablehnst und trotzdem hilfst du hier und ich zeige dir, aber ich stehe hier als Mensch wie du, ich packe an wie du, ich habe nur noch eine andere Form des Einflusses gewählt, für die ich mich entschieden habe. Also indirekt, indirekt, indirekt und das reicht, ich glaube es reicht. Das ist eine Form von Präsenz und von Parteiarbeit, die glaube ich extrem erfolgversprechend ist und obwohl sie so basal ist, total zukunftsträchtig. Manchmal können komplizierte Probleme relativ einfache Lösungen haben. Ich will sagen, ich plädiere dafür, dass Parteiarbeit eine Partei wird, in der Aktion die Regel ist und Gremiensitzungen vielleicht in der Tendenz eher die Ausnahme oder einen kleineren Anteil einnehmen, dass Parteien ein Ort werden, wo die Kraft der Politik erlebbar wird. Da braucht es ein höheres Selbstwirksamkeitserlebnis, für die Engagierten ganz besonders. Wenn man heute mit Parteimitgliedern spricht, dann beschweren die sich unglaublich oft darüber, dass sie das Gefühl haben, ich sitze hier in diesen Sitzungen und dann debattieren wir, aber was ist eigentlich der Unterschied, wenn wir das nicht machen? Der Unterschied ist oft einfach keiner, weil die Formate nicht mehr stimmen. Ich glaube, das war Ende des 19. Jahrhunderts wirklich eine wahnsinnig gute Idee, das so zu machen. 2015 kann man darüber nachdenken, ob es nicht vielleicht noch alternative Formate braucht, die gut wären. So, ich plädiere also für eine Kultur der Neugierde und Offenheit. Und jetzt höre ich bei vielen hier, ja, das klingt gut, aber die Frage ist natürlich, wie kommt man dahin? Und das ist der Ausblick, mit dem ich schließen möchte. Ich glaube, zum Ersten, und das ist ein Punkt, der heute schon zu Recht ganz oft beleuchtet worden ist, dass Parteien viel mehr Klarheit brauchen, was ihre Zukunftsvision, ihre Vision von ihrem Platz in der Gesellschaft und unserer Gesellschaft in der Zukunft angeht. Das sind strategische Grundsatzfragen, die total basal sind, die man aber beantworten muss, um gemeinsam in eine Richtung gehen zu können, die Sinn macht. Also Antwort auf ganz banale Fragen, ne? Wofür gibt es uns eigentlich? Für welchen Zukunftsentwurf stehen wir? Wie soll die Gesellschaft unserer Meinung nach, Entschuldigung, 10 Jahren aussehen? Und welche Rolle übernehmen wir in dieser Gesellschaft der Zukunft? Antwort auf solche strategischen Fragen ist absolut relevant, weil erst wenn man weiß, in welche Richtung es gehen soll, kann man die Partei auch als Organisation in diese Richtung entwickeln. Weiß man, welche Menschen man braucht, um dieses Ziel zu erreichen? Und zeitgleich ist es doch tatsächlich so, dass wenn wir mit Parteien heute sprechen, dann fehlen die Antworten auf diese grundsätzlichen Fragen. Ich glaube, es gibt ein massives ideologisches Vakuum, unter dem wir als Gesellschaft leiden. Und ich glaube auch, dass man, sage ich jetzt dazu, weil ich hier auch als, also ich bin auch Strategie- und Organisationsberater, ich glaube, dass man solche Antworten nicht findet, indem man dann irgendwelche zweitägigen Führungskräfte-Workshops macht mit Parteivorständen, sondern da braucht es organisationsweite Dialogprozesse und zwar nicht nur mit den Mitgliedern, die schon drin sind, sondern auch mit den Leuten, die noch dazukommen sollen und dann den anderen Stakeholdergruppen, die ebenso wichtig sind für die Partei. Das kostet ziemlich viel Zeit und Aufwand, aber ich glaube, es ist wichtig, weil es beseitigt so eine substanzielle Ratlosigkeit, die Parteien heute ein Stück weit lähmt. Und warum eigentlich? Die haben doch alle Bock auf Politik, dann gebt ihnen die Energie zurück, Politik zu machen. So, und der zweite Punkt ist eben, dass man sagt, wie kommen wir eigentlich dahin, jetzt die Führungs- und Mitmachkultur zu verändern, wenn wir wissen, wo es ideologisch hingeht, dann können wir auch überlegen, in welche organisatorische Richtung wir uns bewegen. Und ich glaube, der erste Punkt ist, dass Parteien sich dann überlegen müssen,
Und jetzt wird es ein bisschen handwerklich, aber wir müssen ja überlegen, wie man konkret weiterkommt. Das ist dann immer banaler, als man denkt. Aber der erste Punkt ist tatsächlich, dass wir überlegen müssen, okay, wie kommen wir als Partei, welche auch immer, zu einem kleinsten gemeinsamen Nenner, zu einem gemeinsamen Rahmen, der unsere Zusammenarbeit definiert, der definiert, wie wir Führung verstehen, der definiert, wie wir Zusammenarbeit verstehen, der definiert, in welchen Formaten wir miteinander Sitzungen abhalten und so weiter und so fort. Heute wird in Parteien alles und nichts gemacht und das heißt in aller Regel, dass festgehalten wird an den Formaten, die sich angeblich bewährt haben und die für eine ganz lange Zeit funktioniert haben, aber es heute nicht mehr tun. Ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Problem, wofür man eine andere Art von Rahmen braucht, auf den sich Parteien als Organisation einigen müssen, um dann neue Formate, neue Methoden, aber vielleicht auch wirklich neue Verhaltensweisen und Denkweisen einsteuern zu können. Da muss jeder bei sich selbst anfangen, also irgendwie als Engagierte sich fragen, lebe ich die Werte, die meine Partei vertritt, eigentlich auch im Umgang mit meinen Parteifreunden oder sind Parteifreunde für mich, wie es so schön heißt, die schlimmsten Feinde. Was kann ich in meinem individuellen Verhalten tun, damit sich die Lage vor Ort ändert? Also ich glaube, jeder packt sich an die eigene Nase, wenn wir schon von Neoliberalismus sprechen. 2 Minuten. Und zum Zweiten glaube ich, dass Parteien als Organisation versuchen müssen, ihre Mitglieder auf allen Ebenen, vom einfachen Mitglied bis hin zum Spitzenvertreter, durch eine ganz andere Form von Qualifizierung heute zu befähigen, mit dieser Welt umzugehen, wie wir sie haben, nämlich einer komplexen, sich andauernd verändernden Welt. Und dafür braucht es eine andere Form von Fortbildung und eine andere Form von Befähigung. Heute verstehen Parteien ganz oft, oder heute hören Parteien, wenn ich Qualifizierung sage, ganz oft Rhetoriktraining, Medientraining. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir die Persönlichkeiten entwickeln müssen, wenn wir die Organisation entwickeln wollen. Ich glaube, das ist ein grundlegender Gedanke, der unbedingt verankert werden muss, dass Parteien auf die Höhe der Zeit kommen. Ich will 3 Beispiele sagen. Ich glaube, es geht darum, mich als Führungskraft in der mich als Führungskraft zu reflektieren und zu überlegen, welche Rolle habe ich in dieser Partei und wie kann ich denn Freiwillige so befähigen, dass sie ihre Aufgabe bestmöglich ausfüllen können. Also eine ganz andere Art von Rollenvorbild, als wir es heute pflegen. Es braucht andere Arten von Dialogkompetenzen, andere Art von Konfliktkompetenzen, alles Themen, die heute viel zu kurz kommen und das Miteinander wahnsinnig schwer machen. Da kann man, und das ist wirklich möglich, man kann Programme entwickeln für Hauptamtliche, für Spitzenfunktionäre, für einfache Funktionäre, für Mandatsträger, für das einfache Mitglied, für all diese Menschen hat eine gute Form von Qualifizierung einen unglaublich großen Vorteil im eigenen Lebensalltag und die Organisation profitiert im Ganzen, wenn man die Mitglieder qualifiziert, weil das qualifizierte Mitglied kumuliert, bedeutet irgendwann die qualifizierte Organisation. Ich rede über dieses Thema viel, ich versuche Parteivertreterinnen und Vertreter davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, in diese Richtung zu gehen. Mal schauen, ob es klappt. Das größte Hindernis, und damit schließe ich dann, ist, glaube ich, dass Parteien heute noch versuchen oder Veränderungen heute noch als linear-progressive Bewegung verstehen. Also wir fangen jetzt an und dann verändern wir was und dann überzeugen wir unsere eigenen Leute und dann gewinnen wir vielleicht neue Leute und dann ist alles besser als vorher. Aber Veränderung ist natürlich keine linear-progressive Bewegung, das ist ein Irrtum der Moderne, das zu glauben, sondern Veränderung funktioniert irgendwie so, also es ist völlig messy und man weiß in einer komplexen Organisation nie, wo es hingeht. Man kann es eben nur versuchen, so zu steuern, dass es dann besser wird als vorher. Und dazu gehört immer auch, und ich glaube, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, Regression. Es gibt die Möglichkeit, dass wenn ich mich entscheide, wir bewegen uns in eine andere Richtung, an die wir strategisch glauben, an die wir menschlich glauben, dann gibt es die Möglichkeit, Menschen zu verlieren. Wenn Parteien sich wirklich verändern wollen, heißt es, dass sie wahrscheinlich einen Gutteil ihres bestehenden Personals, ihrer bestehenden Mitglieder austauschen werden. Und das ist für einen Parteifunktionär grauenhaftes zu hören, aber ich glaube, es kann eine gute Botschaft sein, weil wieso soll man sich von Leuten blockieren lassen, anstatt einfach zu sagen, weißt du, wenn du mit uns den Weg nicht mitgehen willst, engagier dich doch woanders. Ist doch in Ordnung, muss nicht immer alles bis zum Grab sein. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Hanno. Das war das Schlusswort für diese lange Nachmittagsrunde. Herzlichen Dank. Alle sind eingeladen, mal in die Studie reinzugucken. Und wir werden auch von uns hören lassen in den unterschiedlichen Abteilungen und Landesstiftungen der Böll-Stiftung. Wir sind unterwegs, diese Diskussion fortzuführen. Und ich werde an dieser Stelle gerne auch zusagen und versprechen, dass weitere Diskussionen, die wir führen, mehr Raum für Interaktion und neue Kulturen des Gesprächs haben werden, als wir sie in diesem schmalen, schlanken, inhaltlich vollen
Tagungsformat in diesem strengen Raum jetzt angeboten haben. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für eure Geduld dafür. Ich lade zum Abendimbiss ein, bevor wir dann in einer guten halben Stunde TV-Serien gucken. Dankeschön.